Morgen. Na, wie jugendlich, fit und fröhlich bist du heute in den Tag gestartet? Fühlst du dich jung? Deine Antwort hängt vermutlich davon ab, ob du Anfang 20 oder Anfang 60 bist oder irgendwo dazwischen. Mein Vater hat mir vor 30 Jahren gesagt, wenn du mit 50 morgens aufwachst und es tut dir nichts weh, dann bist du tot. Das war ein Scherz. Mit einem Fünkchen Wahrheit. Mein Vater war Handwerker, Malermeister, hat Häuser gestrichen, Gerüste auf- und abgebaut, ist mit dem 10-Liter Farbeimer an der Hand am Gerüst hochgeklettert, damals noch ohne Leiter. Da tut einem schon mal was weh, morgens beim Aufstehen. Bis zum Renteneintritt, Mitte 60, hat er das gemacht. Er hat jeden Tag körperlich hart gearbeitet. Tagsüber auf der Baustelle und nach Feierabend dann noch im Pferdestall. Reiten war sein Hobby. Mit 75 ist er seine letzte Dressurprüfung geritten. Ich bin in den letzten Tagen zufällig immer wieder auf das Thema Altern gestoßen. Und wie du ja schon mitbekommen hast, drehe ich das Thema lieber um. Mir geht's eher ums Jungbleiben. Wenn du 20 bist, dann interessiert dich das Thema Alter vermutlich überhaupt nicht. Dann bist du in einer Lebensphase, in der es darum geht, voranzukommen, nach oben. Dann geht es darum, erstmal herauszufinden, ob es denn überhaupt Limits für dich gibt. Da willst du erstmal herausfinden, wie die, Klammer auf, erste Klammer zu, perfekte, erwachsene Version von dir aussieht. Falls du die 40 schon erreicht hast, dann hast du bereits eine erwachsene Version von dir erschaffen. Und irgendwann schaust du in den Spiegel und denkst, ja, mir gefällt, was ich sehe. Oder du denkst, gefällt mir noch nicht. In dem Fall wird es Zeit, die nächste beste Version von dir zu erschaffen. Eine, die dir gefällt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und falls du schon an den 60ern kratzt oder sie schon erreicht hast, dann hast du vielleicht längst die Idee verabschiedet, der nächste James Bond oder das nächste Bond-Girl zu werden. Und es ist dir vermutlich auch längst nicht mehr wichtig. Und du stellst fest, dass vielleicht die besten 20 Jahre gerade vor dir liegen, weil du ein stabiles familiäres Umfeld geschaffen hast, weil deine Kinder aus dem Gröbsten raus sind, weil wirtschaftlich alles okay ist und weil du nicht ständig der nächsten Karrierechance, dem nächsten Urlaub und den neuesten Klamotten hinterherlaufen musst. Und weil du noch fit bist und du dir vielleicht Träume erfüllen kannst, für die du mit 40 gar keine Zeit hattest. Und mit 80 machst du das Beste aus jedem einzelnen Tag. Vor ein paar Jahren stand in Konstanz plötzlich ein Herr in Turnschuhen, Jeans und Jackett neben mir auf dem Bürgersteig, mit den Händen in den Hosentaschen. Ich sah sein Gesicht und dachte, hey, das ist doch Mr. Griechischer Wein, Udo Jürgens. Er war es tatsächlich. Er hat wohl ein Konzert gespielt in der Stadt. Es muss übrigens eines seiner letzten gewesen sein. Er starb ein paar Monate später, im Alter von 80 Jahren. Und als er da neben mir auf dem Bürgersteig stand, da dachte ich, Respekt. Groß und schlank, der Typ, wirkt wach und ist in Gedanken vielleicht bei seinem Konzert am nächsten Abend. Ich möchte dir gerne die Angst vor dem Alter nehmen, falls da eine sein sollte. Vielleicht beobachtest du alte Menschen und denkst, oh nein, bitte, hoffentlich geht der Kelch an mir vorbei. Es kann dir allerdings auch bei jungen Menschen passieren, dass du denkst, ach du meine Güte, bitte nicht. Mit 20 habe ich gedacht, oh Gott, im Jahr 2000 bin ich 36 Jahre alt, dann ist das Leben vorbei. Heute schreiben wir das Jahr 2020 und ich habe vermutlich mehr Spaß am Leben als damals im Studium. Und heute schreckt mich der Ausblick auf das Jahr 2040 auch überhaupt nicht. Warum nicht? Weil mir da der 80-jährige Udo Jürgens in den Sinn kommt, der in Turnschuhen, Jeans und Jackett auf dem Bürgersteig in Konstanz steht mit seinen Händen in den Hosentaschen und in Gedanken bei seinem nächsten Konzert ist. Ich schaue mir ganz bewusst solche Beispiele an. Menschen wie Mark Sisson für die 60er, Bruce Springsteen für einen fitten 70er und Udo Jürgens als Beispiel für jemanden mit 80. Kernige 50er wären Daniel Craig, der aktuelle James Bond, oder auch Till Schweiger, Jürgen Klinsmann und Brad Pitt. Die drei Letztgenannten sind so alt wie ich. Da geht doch noch was. Beim Training in der CrossFit-Box sehe ich großartige junge Menschen und Menschen mitten im Leben, die alle gesund und fit sind oder auf dem Weg dahin. Ich beschäftige mich damit, jung zu bleiben. Das Alter in meinem Pass spielt für mich keine Rolle. Ich beobachte nur, um wie vieles gelassener und entspannter ich mit den Jahren werde. Und das empfinde ich als durchaus angenehm. Mein Tipp lautet, stell dir vor, du bist jung. Heute, in 5 Jahren, in 10 Jahren und in 20 oder 30 Jahren. Stell dir die gesunde und fitte Version von dir in der Zukunft vor. Warum solltest du das tun? Weil es Sinn macht. Denn
Allein die Vorstellung davon bringt dich deinem Ziel näher. Die Vorstellung, in Zukunft gesund, fit und fröhlich zu sein, lässt dich unbewusst Dinge tun, die genau das bewirken. Dein Gehirn veranlasst Dinge in deinem Körper bereits in Erwartung dessen, was du dir für dich vorstellst. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Der Placebo-Effekt beruht auf dieser Tatsache. Es gibt auch den Effekt, dass blöde Dinge auftreten, weil dein Gehirn sie erwartet. Wenn man Menschen im Detail über Nebenwirkungen einer Therapie oder eines Medikaments aufklärt, dann treten eben diese Nebenwirkungen häufiger auf, als wenn man sie nicht groß erwähnt. Das ist eine Tatsache. Das nennt man Nocebo-Effekt. Also, stell dir vor, dass du jung bist, in jedem Alter. Gesund, fit, vital und mitten im Leben. Beispiele gibt es genug. Such dir welche, die zu dir passen. Such dir Role Models für die nächsten 5, 10 oder 15 Jahre. Und dann, go for it. Für die 20-Jährigen unter euch, glaubt mir, es macht ein Leben lang Spaß. Für die 40-Jährigen, erschaffe die nächste beste Version von dir. Für die 60-Jährigen, genieß das Leben und wenn du magst, erfinde dich nochmal neu. Fang einfach gleich heute damit an. Heute ist der erste Tag vom großartigen nächsten Teil deines Lebens. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir hören uns die Tage. Dein Ralf Bohlmann.